wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir uns entschlossen, wir machen eine Tour auf den Kreisaffi. Wir sind von Jagdwürst und jetzt weggegangen. Momentan ist es noch ein bisschen bewölkt, neblig. Aber es wird so ein Traum. Ja, eigentlich war noch geplant, dass wir einen Kreis umschlafen. Also da hinten sind wir weggegangen. Und jetzt wie? Jetzt geht unser Weg nicht auf. Da haben wir schon schön Wetterfenster. Also wir werden jetzt ungefähr 4 Stunden Gehzeit vor uns haben. Weil wir ja einen schweren Rucksack mit haben. Ciao, bis noch. Ja, nach ungefähr 40 Minuten oft Gehzeit kommen wir zu der ersten Alm. Ja, die zweite Alm, aber die erste bewirtschaftete. Die lassen wir links liegen. Wir gehen da rechts rauf. Immer so. Wenn man sieht, wie der Leon aufpackt ist. Der schwere Rucksack macht sich schon ganz leicht bemerkbar. Der Leon hat ungefähr 12 Kilometer. Ich habe ungefähr 14 Kilometer. Oder ein bisschen mehr. Da links hinten oben ist der Chefhauer. Da kann man auch die Umrundung machen. Über die Hackenköpfe um. Auf dem Wiesberg. Das war für heute unser Ziel. Zum Stein. Und hinten sieht man noch so nick. Da möchte man natürlich auch gern vorbeischauen. Ach, ein wilder Gräser. Es ist einfach traumhaft. Und am meisten freuen wir uns auf die Sternenhimmelnacht. Ja, ich muss sagen, der Rucksack, der macht sich brutal bemerkbar. Im Hintergrund sieht man, das ist der Vorläufer von Schäfer. Also der wilde Kaiser, das ist der Kaiser der Welt. Es ist einfach atemberaubend. Jetzt sehen wir mittlerweile, da jetzt hinten aus dem Treffauer, du gesehen. Das ist auch eine schöne Runde. Jetzt sind wir über den Neviu gekommen. Beim Gehen haben wir jetzt einen Energiesparmodus eingeschalten. Der Leon hat gesagt, nicht reden. Nur nicht denken, einfach gehen. Da beim Trog grillen wir uns jetzt einmal an. Im Hintergrund haben wir da noch einen Kreiser Hochalm. Noch ganz kurz einmal vielleicht zum Equipment, was wir mit haben. Jeder 4 Liter zum Trinken, Wasser, Saft, bisschen Saft in nettem Wasser. Super Grillfleisch haben wir natürlich mit. Ich hoffe, dass wir heute eine Feier da machen. Weil, es hat nämlich nicht die ganze Nacht gering. Das ist das Negative. Aber wir gehen davon aus, dass wir natürlich ein kleines Feuer da machen. Einen Feuerstein haben wir mit. Ein Tarp haben wir mit. Aus Dach, wenn es nicht dringend anfängt. Ja, Schlafsack. Kleine Isomatten. Kann nur super werden. Also jetzt auch noch sagen, gib nichts Schönes. Das Positive natürlich an Regen heute Nacht war auch, dass jetzt haben wir eine Weitsicht, das ist einfach gigantisch. Der Berg war in Grum noch ein bisschen erklären. Die Hälfte haben wir geschafft. Da hinten haben wir die ersten Gamps. Einfach traumhaft. Da hinten ist die Mama Gams mit dem Kitze auf dem Weg. So lieb. Also eine Füße braucht man auch. So jung und horig. Wir werden schon langsam weitergehen. Herrlich. Also mit dem Rucksack ist das Kraxeln ganz schön anstrengend. Endlich Ameisen. Gibt nichts Besseres wie Ameisen. Das muss man schnaufen. Das ist für die Lunge
Anscheinend heißt es auch, das hilft gegen Asthma. Ein Anfang aufpassen ist sehr intensiv. So, von nun an geht es richtig bergauf. So. Es gibt Oberschenkelmuskeln. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das mit so einem kleinen Rucksack so schwer sein kann. Leider hat uns jetzt wieder den Nebel vorhin suchen. Ich finde es momentan positiv, weil es war brutal heiß. Juhui! Wow! Das ist jetzt die letzte Wiese, wo wir laufen müssen. Wir sind ganz schön am Ende. Ende Gelände. Die letzten paar Höhenmeter auf. Wahnsinnig. Treffer. Duxeck. Es ist glasklar. Wir sind aber komplett am Ende. Wir sind jetzt nicht ganz 3,5 Stunden auf dem Weg. 1200 Höhenmeter. Mit dem Rucksack. Das klang. Wir sind da oben hochgekommen. Rosenheim der Ost. Es ist überwältigend. Juhuhui. Frei wie ein Vogel. Jetzt zieht der Inner der Neve. Dahinter ist in der Mitte groß Venedig. Gehen wir um, Gabler Rechenspitz. Gigantisch. Und mystisch. So, wir haben uns entschlossen, am Anfang einmal schauen, dass wir in der Survival Camp einen Platz finden und eine Aufstehstunde. Dann sollten wir jetzt noch schön zum Neckaufe, Kopfkrax. Und da werden wir hinschlafen. Ich glaube, dass wir da unser Basecamp gefunden haben. So schaut's aus im Paradies. Die Alpen. In seinem Schlafplatz haben die ganz scharf gewärmt. Jetzt sind wir nicht beim Brennholz zusammen, dass das Fleisch auch gesichert ist. Wow, schön, schau. Hinten noch die Kitze. Wir sind jetzt da vor die Latschen. Hinten durch das ist schon kaputt. Das nehmen wir her. Das ist ein gutes Brennholz. Und wir möchten auch natürlich nichts verletzen. Wir bauen ins Grat einen Mountain-Kühlschrank. Oh, da bleibt's Grillfleisch, Kaffee, Eiskaffee, Mineralsafte, Wieste. Oh, das bleibt schön kalt. Jetzt werden wir mal schauen, wenn wir unser Basecamp aufbauen. Und die haben wir da das ganz leichte Tarp mit. Da werden wir jetzt versuchen, dass wir uns da etwas zu unterbauen zum Schlafen. Schauen wir mal. Wir schreiten voran. Ich muss sagen, es schaut schon gar nicht mehr so schlecht aus. Es ist immer super, dass wir noch ein Seil mit haben.
Seil, fahren wir noch einmal den Stecker nochmal und ziehen den da um. Das ist da und schaut alles gar nicht mehr schlecht aus. Außer dass der Mitte nicht ein bisschen liegt. Aber der Wind drückt da glaube ich gerade noch mal brutal an. Ja, wenn man halt nicht bei einem Baum hat, wo man sich sparen kann, ist das halt alles gleich viel einfacher. Die Base steht am schönsten Platz von ganz Österreich. Wir müssen noch später noch mal genauer sagen, aber jetzt müssen wir schon wieder weiter. Wir gehen jetzt sonnig. Es ist mittlerweile schon 3:30 Uhr. Traumwetter. Einfach nur gigantisch. So, die Kopfkraxen haben wir jetzt auch gleich erreicht. Nein, geht's um mich noch auf Sonnig. Ah, schön schon gesungen. Heute ist Kreuz. Wahnsinnig. Da hinten hast du das kleine Kreisel noch gleich nebenbei unten. Da wo ich im Winter mit Skiern gewesen bin. Das wissen wir eh schon. Pfeffauer, Luxig. Wahnsinn. Kopfkrax. Jetzt geht noch der kleine, der Klettersteig da hindurch. So, jetzt geht es den leichten Klettersteig durch. Da geht es links wieder rauf. Da geht es links und rechts schon relativ gut durch. Also da möchtest du jetzt nicht ohne Paragleiter hochfliegen. Wie ein Vogel. Rechts unten sehen wir jetzt unsere Basis. Hinterbei geschehen Schäfer hinterhast. Links unten jetzt traumhaft. Also das ist einer von den schönsten Seen überhaupt. Hintersteiner See. Das Inntal. Jetzt schwenken wir schon langsam ins Süllandl. Süll. Renten Schäfer, hinterbei die hohe Salve. Ganz hinterhast. Da vorne natürlich die Brandstadel, wo ich ein Video habe. Hinterhast. Natürlich wunderschön. Die mittleren Alpen. Und jetzt haben wir es nicht mehr weit zum Sonnig. Ach, gefreut meins. Traumhaft. Skifahren im Sommer. Juhu! Piep, piep, doch auch! Geht schon, rock das Ding! So, da gehen sie jetzt durch. Richtung. Da kannst du umgehen auf den Treffer. Ich bin noch nie gegangen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo da überhaupt der Weg ist. Möchte ich nicht nur sagen, da unten in den Schaustein unten,
Da bin ich im Winter, das Video, was ich gemacht habe, in der gewesen. Und das kleine Nürnberg ist der kleine Kreisel. Da unten sehe ich mal Schneekarren mit einem Haufen Gams und die dann sich angekühlen, weil es teilweise noch ein bisschen Erfüllung. Hinter der Treffer wahnsinnig. Leon auf Erkundungstour. Stecken wir da hinten raus. Da irgendwo gehen da ein paar Kletterrouten auf. Die Fuge ist ja ganz nah an uns gewesen. Da geht's auch sogar. Aber muss man schon verdammt gegessen. Die sind ein bisschen geschammig da. Da sehe ich mal jetzt schön einen Samenkreiser. Schwenkt mal ein bisschen weit um. Da hinten ist jetzt in der Mitte ist der Chiemsee. Jetzt sehe ich mal vor die Füßen unten zu einer Stripsenjuche aus. Ja, gehen wir weiter. Wenn wir halt in der Mitte nicht schon hinten. Dann kommen wir Treffer. Und das wunderschöne Kreuz. Ganz sonnig. Lucken ist jetzt meine die Wolken, groß und niedriger. Ziele da ja, ganz hinten jetzt der Ulperer. Und der Steiner See unten, Schäferauer Hockenkripf. Da ist das unser Base. Dann wieder schauen, dass wir da zurückkommen. Nochmal das schöne Kreuz. Und dann geht's. Sehr langsam wieder reduziert.